Hallo Freunde und willkommen auf meinem Channel. In der Zeit, wo man die Brücken sprengt, damit die Panzer nicht durchkommen. Und das macht man, glaube ich, nicht nur physikalisch, sondern auch im übertragenen Sinne, ist es, glaube ich, an der Zeit für uns, die Brücken aufzubauen. Und ich persönlich fühle mich ein bisschen so wie ein Botschafter für beide Kulturen, da ich hier aufgewachsen bin und dann sehr viel Zeit auch in Deutschland verbracht habe und sehr viel den beiden Ländern der Ukraine und Deutschland, aber auch sehr viel den beiden Kulturen und der da gehört auch die russische dazu, also der russischen, der ukrainischen, aber auch insbesondere der russischen Kultur und der deutschen Kultur sehr viel zu verdanken habe, dachte ich mir, dass ich vielleicht der Botschafter bin, zumindest habe ich mir das jetzt in dem Moment so heute überlegt oder auferlegt, der diese beiden Kulturen ein kleines bisschen näher bringen sollte oder versuchen sollte. Das ist in mir geschehen. Ich denke, dass ich ziemlich gut beide Kulturen verstehen und einschätzen und empfinden kann und sehr schätze und sehr gerne mag. Und ich denke, das wäre nicht schlecht, wenn wir uns ein wenig näher kommen. Und ich habe jetzt ein kleines Projekt den Freunden von mir, der Bekannten, die jetzt nach Deutschland geflohen sind, erkläre ich ein bisschen Deutsch. Und ich dachte mir, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn ich ein wenig in Russisch hier erzählen würde für die Leute, die das interessiert. Und bevor wir uns gegenseitig mit Waffen begegnen, vielleicht begegnen wir uns als Menschen oder als große menschliche Familie mit mehr Kenntnisse übereinander, mit mehr Offenheit füreinander und mit mehr Bereitschaft, uns so verschieden wie wir sind und so andersartig wie wir sind, zu akzeptieren, kennenzulernen und zu respektieren. Das ist die einfachste Emotion, dieser Hass oder diese Gewalt, was wir dann am Ende ausüben, das ist nicht gut. Und ich sehe, dass diese Blockade, welche auch zwischen russischen und ukrainischen Bevölkerung entstanden ist, die ist über Jahre entstanden und da ist wenig Verständnis. Ihr seht vielleicht, Menschen rufen Verwandte an, ich weiß nicht, ob das in den deutschen Medien gezeigt wird, und erzählen von dem, was hier passiert. Und die glauben nicht, weil die Medien etwas anderes erzählen und umgekehrt. Ich habe Freunde und Bekannte hier und erzähle, dass so gut wie ganz wenig humanitäre Hilfe hier ankommt. Ich persönlich hoffe, dass es nicht stimmt, aber ich weiß, dass die Leute, die ich jetzt zum Beispiel mit den Tüten besuche und wo ich die Lebensmittel verteile, dass sie sonst verhungern würden, ehrlich. Und wo kommt das an? Ich will jetzt nochmal, ich habe keine Fakten und ich kann nichts beweisen, ja, aber ich sage es euch einfach nur, als Kind habe ich die Zeit hier erlebt, als die Sowjetunion zusammenbrach und das ganze Land war arm, die ganze Bevölkerung war arm, alle waren einfach arm, wir hatten nichts zu essen oder sehr wenig zu essen. Meine Mutter kann das Ganze viel besser berichten und schildern und sie hat das als erwachsener Mensch schon erlebt mit einem kleinen Kind, was man versorgen musste zusätzlich. Ich kann euch nur noch sagen, dass, nur damit ihr das versteht, warum ich skeptisch bin diesbezüglich. Wir haben super viele Secondhand-Shops in Odessa gehabt. Und keine einzige Stelle, die mir bekannt war, oder irgendjemand von meinen Bekannten oder Verwandten, wo man wirklich diese humanitäre Hilfe verteilt bekommen hat. Menschen haben das als Geschäfte genutzt. Die haben diese Ware reingebracht und haben das hier verkauft. Und als ich das realisiert habe, war ich schon über 20. Und das war ein Riesenschock für mich. Und ich hätte nie gedacht, es ist mir heute auch in den Sinn gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es sich wiederholt. Aber es passiert. Wir lernen zu wenig aus der Geschichte. Es ist unglaublich. Problem Nummer eins, dass Menschen nicht an die Mitmenschen denken. Ich weiß, es wird hier oder bei euch in den Medien wahrscheinlich gar nicht erklärt, aber das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich habe keine Beweisfakten oder was auch immer. Ich weiß einfach nur, das kommt. Wo sind 30.000 Tonnen an Sachen und so? Wo sind die alle hin? Warum sind die Menschen immer noch so bedürftig und warum kümmert sich keiner und warum? Das ist okay. Es ist nicht gut einfach. Ist wirklich super schlecht eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Und Fakt Nummer zwei, wir haben hier ein Riesenproblem mit Plünderern. Es ist ein Riesendilemma hier, ein Riesenproblem, was wir hier haben. Menschen fühlen sich unsicher. Ich habe eine Gruppe gegründet. Da waren über 80 Leute bei mir in der Gruppe. Und die Gruppe hieß, wir helfen in der Gegend, also das ist ein Stadtteil in Odessa, ein Bezirk, wenn man das so bezeichnen will, am Strand entlang, wo meine Großmutter auch wohnt, wo ich jetzt gerade auch sitze. Und das habe ich so genannt, weil ich zu Fuß diesen Leuten helfen kann. Autofahren in der Ukraine ist auch nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Autofahren in Deutschland gelernt und es ist auch momentan ein bisschen unsicher und ich habe hier kein Auto und ich wollte keine Extrakosten hier mir auferlegen. Die Sachen, die ich erledigen muss, erledige ich selber und sonst habe ich Kumpel, der mir hilft. Also habe ich einfach in die Gruppe geschrieben, die Gruppe habe ich gegründet, da waren über 80 Leute und dann konnte man quasi das weiterverteilen und so weiter. Und dann, also die Teilnehmer können dann die anderen Menschen hinzufügen und so weiter. Und dann waren das über 80 Leute. Und dann habe ich irgendwann, wo mein Kumpel Andrew nicht konnte, habe ich gesagt, so, ich brauche morgen die Adressen, ich brauche ein Auto, weil das geht schneller dran, so. Drei oder vier Leute waren das an dem Tag. Und prompt meldet sich eine Frau, wir haben ein Auto, wir kommen vorbei, kein Problem, so und so. Und so. Okay, alles klar, super, perfekt. Aus meiner Sicht, das sind Bekannte von irgendwelchen Bekannten, die ich dann in diese Gruppe geaddet habe. Am nächsten Tag kamen diese Leute an, sahen ein bisschen außergewöhnlich aus vielleicht. Und dann, okay, ich habe keine Vorurteile, da sind Leute, die in der Gruppe sind. Ich weiß nicht, über wen die reingekommen sind. Ich wollte auch nicht zu sehr hart nachfragen. Und dann habe ich gesagt, okay, ob sie auch helfen oder ob sie. Nee, die hatten ein kleines Auto dabei, kein Problem, wir haben gequatscht. Dann habe ich festgestellt, dass sie irgendwie zu sehr an den Adressen interessiert sind. Und was die Leute machen, ob sie eventuell auch mitkommen könnten. Und dann dachte ich mir, Moment, da ist was schief. Warum? Also die geben kein Geld aus, aber die wollen mitkommen, die wollen diese anderen Leute sehen. Und dann irgendwie in meinem Kopf, klick, klick, also das Äußere passte dann zu dem, was sie gesagt haben, auf einmal. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment, ich telefoniere gerade. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt ein YouTube-Interview geplant mit diesen Menschen und ich werde da länger bleiben, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass sie jemand außer mir noch sehen wollten. Dann habe ich zwei Tüten geholt, dorthin gebracht und diese Familie abgegeben. Und dann war mir klar, dass diese Menschen einfach die Adressen aussuchten und mit mir mitkommen wollten und dann eventuell irgendwann zu diesen Leuten zu kommen, wenn sie alleine sind und als Vertrauensperson dann reinzukommen. Und das war für mich ein Riesenschock. Ich konnte das nicht glauben, dass es solche Menschen gibt, aber die gibt es scheinbar. Ich hatte vielleicht auch keinen Grund, diese Menschen irgendwie anzuzeigen, was in diesen Zeiten sowieso unmöglich ist, aber mein Kopf und mein Herz hab in dem Moment gleich gesagt, vorbei. So, und ich beende ja nicht meine Mission hier, nur weil irgendwelche Idioten der Meinung sind, die müssen dann ältere Leute oder einsame Leute beklauen oder was Schlimmeres machen. Ich weiß nicht, was sie vorhatten. Ich habe diese Gruppe gelöscht, ich habe den Kontakt zu diesen Menschen gelöscht. Und es wäre vielleicht einfacher für mich, das alles nicht zu erzählen hier und zu sagen, wir sind hier alles cool und wir schaffen das. Das stimmt nicht. Okay? Ich bin für Wahrheit. Und ich bin dafür, dass es, wenn es nicht stimmt, dass man das auch sagt. Und bitte tut mir den Gefallen und wenn eure Organisation irgendwas spendet an irgendjemanden, dann stellt euch bitte, dann fragt bitte auch, dass sie nachweislich irgendwie Fotos machen oder Videos oder was auch immer, wo es angekommen ist. Bitte, das ist sehr wichtig. Glaub mir, ich will nicht, dass es 1991 nochmal hier hinkommt, dass Leute einfach Shops aufmachen, wo meine Großmutter Sachen kaufen kann, die ihr eigentlich geschenkt wurden. Und nur weil sie keinen Kalaschnikow in die Hand nimmt und an die Grenze geht und sagt, ey, der LKW geht zu uns. Das ist ja ein Geschenk aus Schweden oder aus Deutschland oder aus Spanien. Das macht meine Oma nicht und das macht kein anderer Mensch, weil wir das Gefühl haben, das wird kontrolliert. Das wird scheinbar nicht so gemacht. Nochmal,
werfe niemandem persönlich was vor. Ich habe nur sehr große Bedenken, dass das nicht so läuft, wie es sollte. Das ist meine persönliche Meinung. So, das ist Teil 1 von dieser Intro. Tut mir leid, wenn ich jemanden enttäuscht habe mit meinen Aussagen. Ich habe jetzt übrigens eine kleinere Gruppe gegründet, wo ich jeden persönlich kenne. Da sind jetzt 12 Mann außer mir. Und ich kontrolliere enorm, was da passiert und wer da reinkommt und wer da geerdet wird. Ich bin dann der Einzige, der das auch machen darf. Und heute hat David mit Annika haben in Münster eine Veranstaltung abgehalten, T-Shirts verkauft mit dem Druck und ich glaube Briefmarken waren das und Kunstdrucke oder Annika hat sich was einfallen lassen und die haben weiteres Geld in unser Projekt einfließen lassen. Das ist super. Also ich habe es heute erzählt, das sind ca. 1000 Euro zustande gekommen. Eine Tüte, die ich kaufe für eine Person, welche für eine Woche bis 10 Tage reichen sollte, sind ca. 30 Euro. Das ist nicht die Welt, aber wenn ihr bedenkt, das sind schon 30 Leute, die ich jetzt beliefere, dann kommt schon ein bisschen was zusammen und dann sind ja noch weitere Leute, die kommen wollen und dann sagt einer, ob du nicht eine Matratze kaufen kannst, hier hat eine verwandte kaputte Hüfte und was auch immer. Ich versuche allen zu helfen, was ich kann, aber alles, was ihr gebt, ist wirklich super und es geben auch mittlerweile ukrainische Freunde auch und manche Leute wollten dieses T-Shirt aus der Ukraine kaufen und sagen, wir wollen dir das Geld geben, aber wir wollen das T-Shirt aus Deutschland bekommen. Es ist sehr schön. Sehr schön, was alles zustande kommt. Das freut mich sehr und ich bedanke mich, aber insbesondere bei David und Annika und eigentlich bei euren Eltern auch, dass sie so großartige Kinder gezeugt, aber auch erzogen haben. Das ist wirklich super. Danke allen und lasst uns ein bisschen heute, ja, vielleicht, Moment, ich wollte, glaube ich, noch ein bisschen über die Lage in Odessa was erzählen. Die Lage in Odessa ist nicht eindeutig. Wir haben heute zum ersten Mal Stau gesehen in der Stadt. Das ist normalerweise kein gutes Zeichen, wenn man irgendwie viele Autos sieht. Heute habe ich mich zum ersten Mal über einen Stau gefreut in der Stadt. Das ist wirklich gut. Es kommen mehr Leute zurück. Der Park war voll. Am Meer ist es auch ein bisschen mehr los als vorher. Vor 2, 3 Wochen war die Stadt komplett so gut wie verlassen. Wir haben immer noch Ausgangssperre um 20 Uhr und das ist sehr empfehlenswert, diese auch einzuhalten und nicht irgendwie in die brisante Situation zu kommen. Wir haben immer noch Fliegenalarm. Zurzeit höre ich nichts, aber das ist auch insbesondere nachts schlimm, weil man nicht nochmal schlafen kann. Aber insgesamt ist der Eindruck, es ist ruhig. Bis ich dann Nachrichten sehe und sehe, da war ein Schiff 60 Kilometer vor der Küste und hat einfach 4 irgendwie Riesenraketen abgefeuert ins Landinnere. Die Stadt heißt Zhytomyr, das ist zwischen Lemberg und Kiew. Und da wurden Militärobjekte zerstört. Und wenn man das sieht, dann denkt man sich, wow, das fliegt über unseren Köpfen, während wir schlafen oder während wir wach sind, aber das nicht checken. Also das ist nicht entspannt und das scheint so zu bleiben erstmal. Und ja, wie gesagt, meine Großmutter hätte theoretisch die Möglichkeit zu gehen. Wir besprechen das, aber er sieht nicht danach aus, vor allem jetzt, wo die Entspannung kommt. Das ist die aktuelle Lage. So, und jetzt lasst uns doch bitte ein wenig in Russisch lernen. Ich empfehle das jedem. Und ich denke, dass es eine gute Sache ist, wenn wir das heute beginnen. So, und nun zum weiteren Teil dieses Videos. Ich wollte einfach mit ja, ein paar Vorbemerkungen beginnen. Ich bin natürlich kein Sprachlehrer und ich habe auch keinen Anspruch auf die Richtigkeit oder was auch immer. Aber ich habe einfach wirklich Lust, unsere Kulturen und dieser Welt ein bisschen näher zu bringen.
Und einfach, wenn es jemandem hilft, eine andere Seite etwas besser zu verstehen und sich etwas mehr anzunähern, dann ist meine Idee oder mein Ansatz erfolgreich gewesen. Okay, vielleicht fangen wir damit an, dass natürlich das Alphabet ist anders, wir haben Kyrillisch und das ist nicht so einfach und wir haben sechs Fälle und da ist es nicht mit dem Artikel, sondern am Ende des Wortes ändert sich was immer und bei den Adjektiven. Es ist nicht einfacher, das ist klar. Und niemand von euch wird, wenn man jetzt keine Kenntnisse über die Sprache hat, wahrscheinlich irgendwann besser sprechen können als Leute, die jetzt in Russland oder in der Ukraine aufgewachsen sind. Aber es ist vielleicht von Vorteil, dass sie uns ein bisschen Überblick verschaffen. Und ich wollte einfach in der ersten Lektion einfach ein paar wichtige Wörter oder Sätze zu der heutigen Zeit geben. Fangen wir einfach mit den einfachsten Begriffen an. Also fangen wir mit mir an. Also ich heißt ja. Das wird normalerweise so geschrieben. Du heißt T. Das ist Ü. Also wirklich wie Chinesisch schon ein bisschen. T. Er heißt On. Sie im Sinne von eine weibliche Person, die wir ansprechen, heißt Anna. Es heißt Anno. Dann gibt es noch sie im Sinne von Plural. Das heißt Annie. Und dann gibt es noch sie im Sinne von respektvoller Ansprache. Das heißt wie. Es gibt Kleinbuchstaben und Großbuchstaben, genauso wie im Deutschen. Also nichts Besonderes. Schaut, dieser Buchstabe Ü kommt hier und da vor. Das sind einfach Symbole für euch jetzt. Viel weiter muss man nicht sich vertiefen jetzt an der Stelle. Also ich empfehle das zumindest nicht. Wir wollen erstmal ein bisschen paar wichtige Brocken heute mitnehmen und dann ist schon mal die Mission erfolgreich gewesen. Also ich, du, ja, die, er, und sie, Anna, es, Anno, sie, Annie und sie nochmal im Sinne von wie. Also dieser respektvolle Umgang. Also hier vielleicht ein paar Beispiele gleich. Vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Wort, was wir jetzt haben. Der Krieg oder Krieg an sich einfach. Der Krieg auf Deutsch ist Война, Воин, das ist ein Krieger, Война auf Russisch und das ist weiblich. Und wenn man sagt Нет, ändert man den Fall, Война. Das heißt Nein zum Krieg. Ihr wisst vielleicht, eine der Redakteuren auf dem ersten Sender, beim ersten Sender in Russland, wurde 14 Stunden verhört, weil sie mit dem Plakat Nein zum Krieg hinter der Moderatorin stand. Okay, vielleicht ein paar Beispiele nochmal. Ja. Иду. Домой. Ich gehe nach Hause. Ты играешь? Играешь на скрипке. Du spielst Geige.
Noch ein Beispiel vielleicht. Was wollen Sie, respektvoller Umgang bei einer Person, ja, was wollen Sie trinken? Das gibt es auch im Russischen. Что вы, diese Buchstabe wieder. Vielleicht mehr Höflichkeit hier, liebe bitte. Хотите пить, наверное. Vielleicht ist es besser. So, nochmal, das ist vielleicht nicht hundertprozentig es ist immer nicht immer sprachlich möglich zu übersetzen, wortwörtlich alles. Ich kann euch ein Lied davon singen, von meinem, also eigentlich Stiefvater, aber wie gesagt, es ist mein Vater, so behandeln wie ihn, ich und meinen Bruder und er uns. Ist natürlich eine Teilfamilie Deutsch und dann sind wir aus Odessa gekommen und wir haben zusammengelebt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, die Hälfte des Tisches, wenn wir uns zusammentrafen, waren deutschsprachig und die andere Hälfte russischsprachig und beide konnten die andere Sprache nicht. Es war also die beste Konstellation, dass wir immer in der Mitte saßen und hatten die undankbarste Aufgabe dieser Welt, Witze und irgendwas, was wirklich nur in der Sprache meistens verständlich war, zu übersetzen. Und als die anderen Leute dann nie gelacht haben, nachdem wir übersetzt haben, und glaubt mir, wir haben uns wirklich Mühe gemacht, ich und meine Mutter, und dann später auch mein Bruder, dann haben natürlich die Leute nicht gedacht, dass die anderen nicht lachen, weil das für sie nicht witzig war, sondern weil wir natürlich schlecht übersetzt haben. Ja, das ist also nicht immer sinnvoll oder nicht immer möglich, wortwörtlich zu übersetzen, das wollte ich damit sagen. So, vielleicht noch Beispiele zu den anderen Pronomen, also on jedet na Velocipede. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Also er fährt Fahrrad. Und er fährt jedet na Velocipede, also auf dem Fahrrad eigentlich. Jetzt habe ich das so übersetzt. Sie warten in der Schlange. Oder Sie warten auf einen Bus. Sie, Plural, warten auf einen Bus. Sie, das ist Ani. Ani. Ждут, wieder ожидают. Stutt, das ist Warten. Autobus. So, er, sie, Plural, sie jetzt weiblich noch. Okay. Sieht gut aus. Anna. Отлично. Выглядит. Ich glaube, das war's. Und, nee, ich habe was vergessen. Vollprofi. Es gibt noch uns. Ich schaue jetzt mal. Ja, das war wichtig. Für mich zumindest war das wichtig, dass ich das heute schreibe. Мы gibt es noch. Мы, das sind wir. Das ergänze ich noch. Мы. Das habe ich jetzt andersrum geschrieben. So. Мы. Das sind wir. Okay. Und dann S. Die Sonne zum Beispiel. Im Russischen ist die Sonne neutral. Das ist Sonce und das ist S. Ah, no. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Ich bin auch kein Etymologe. Es hat alles immer Gründe, zumindest gehe ich immer davon aus als Mathematiker. Die Sonne scheint. Sonce, das
Ist das die Sonne? Sonce. Svetit. Jarka. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint hell. Okay, und noch wir. Ach, ich wollte das eigentlich mit S schreiben. Also die Sonne, Sonce, kann man ersetzen durch S. Das war mein Gedanke. Sorry, ich war zu langsam für meinen Stift. S. Also das ist quasi, das kann man, im Russischen ist das S, natürlich nicht im Deutschen. Und deswegen ersetzt man das durch Anno. Wenn man also, da ist die Sonne. Sonce. Man würde sagen, auf dem Himmel ist die Sonne und die Sonne scheint hell. Anno svetit jarka. Das wäre die Übersetzung. So, und dann noch als nächstes haben wir wir. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. Pam, pam, pam. Und die Übersetzung ist im Russischen my, da sind wir, Khatim. Vielleicht habt ihr gehört von der vom Space Shuttle Mir heißt es. Das ist Mir ist Frieden. Aber hier gibt es einen Fall und deswegen Mira. Okay, wir wollen Frieden. My, Khatim. Mira. Leute, das ist meine spontane russische Stunde gewesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Für alle, die so weit geguckt haben, vielen Dank für die Geduld mit mir. Und es sind ja nicht immer Schreckmeldungen zu vermelden und nicht immer notleidende, bedürftige Menschen. Das Leben muss weitergehen. Wir helfen hier immer weiter und ich werde weiterhin Videos posten. Aber heute ist mir einfach danach, euch etwas anders zu zeigen. Und jetzt kommt Mr. David mit seiner Freundin Annika. Das ist noch das Ende von diesem Video. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Kult einen kleinen Stand aufgebaut. Wir verkaufen T-Shirts, Kunstdrucke und Postkarten. Der gesamte Erlös geht direkt nach Odessa an einen guten Freund von mir, Sebastian. Sebastian ist Deutsch-Ukrainer, ist aktuell vor Ort und nutzt das Geld, um ältere Leute und Bedürftige vor Ort mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Das heißt, wenn ihr gleich noch Bock habt und Zeit habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr kurz vorbeischaut, vielleicht eine Postkarte mitnimmt oder auch einfach eine Spende da lasst. Wie gesagt, es geht direkt an Leute in die Ukraine. Vielen Dank!